Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier im Forstprojekt auf der Felsbrunn. Im Günther. Moin Manni. Und der Ambrunsmann. Hallo. Und der Bürgermeister ist glaube ich auch heute irgendwo in der Stadt unterwegs. Jo. Ja. Und der Manfred, dann macht das mal ganz gemütlich. Dein Tee warm. Dann wäre ich, hör mal zu Günther. Und hör auf schon wieder meinen Schränk rumzuwirren. Da wäre ich entschlüsseln von meinem Tee. Ich suche den Teelöffel. Ja, den Teelöffel, Junge! Bleib doch mal ruhig, ich wollte doch gerade was erzählen. Da wäre ich ein Schlückchen. Habe ich Tee gesagt? Nö. Ich habe Kaffee gemeint eigentlich. Ich will Tee, Kaffee ist doch abartig. So, da wäre ich ein Schlückchen von meinem Kaffee zutschen und da wird direkt eine kleine Implosion in meiner Darmgegend geben, Günther. Und da wäre ich erstmal schönen Äpfelchen legen. So. Und dann mache ich Homeoffice. Und du gehst jetzt raus und machst an der Arbeit, Günther. Nur, dass wir uns gleich verstanden haben. Denn ich habe nämlich viel. Bist du auf den Stamm gespuckt, Alter? Nein, auf dem Boden. Junge, ich glaube, du hast ja ein bisschen falschen Hut auf heute. Du spuckst hier rum, Alter. Das war aus Versehen. Bist du nicht mehr dich? Ich hab kleine fette Griefe kriegen an der Fratze. Ich hatte einen Fuß im Mund. Oh, meine Lippe. Ich hatte einen Fuß. Schon, Alter. Meine Lippe wird schon dick. Ich hatte einen Fuß. Kleine Griefe. Ich hatte einen Fussel im Mund. Ja, du hast gleich mal was anderes im Mund. So, was ist das für eine Bude hier, Alter? Hä? Ach, das ist doch meiner, oder? Ist das meiner? Ah ja, das war der neue Firmenwagen. War es der neue Firmenwagen? Der neue Firmenwagen. Ja, Günther! Das ist ja SUV! Verstehst du? Da kannst du hinten mit Ladefläche und alles. Da ist top Manni, geeignet. Manni! Was? Am Kloß im Hals. Boah. So, gut. Was wollte ich denn jetzt machen? Oh, Günther! Ich geh fest! Komm mal her! Was fummelst du da schon wieder an den Paletten hinten rum? Ja, die müssen da in das Lager reingelagert werden. Was ist denn? Achso, ja, stimmt. Hast recht. Boah, Sau! Zink's aber mal kurz. Was ist? Genau, hier werden die schön reingestellt. Guck dir die Massebäume an, Junge! Da fällt dir das noch das Ei aus der Hose. So, jetzt hab ich direkt aber, darf ich jetzt einen absägen? Die sind doch reif. Komm, einen absägen. Günther. Wir sägen hier keine Massebäume. Die Bäume sind bestellt! Die warte sind von Kunde! Und die soll die maximale Saftigkeit haben. Verstehst Manni? Du das nicht? Eine maximale Saftigkeit gewährleistet Manfreds Massebäume. Manni, so, und das heißt, der Schnitt wird gemacht, wenn der Kunde die Bestellung ausgelöst hat. Verstehst du, wie ich das meine? Okay, Manni. Was denn wieder? Nimm mal hier so ein bisschen Dreck im Mund. Wie, du hast Dreck im Mund? Ne, du sollst mal hier ein bisschen Dreck auch in den Mund nehmen. Da fehlt Kalk. Hier muss Kalk drauf, Manni. Das schmeckt ich. Man kann nicht mal aufhören, meine Erde hier zu fressen, Alter. Die ist so wunderschön. Bist du nicht mal Tisch oder was? Die ist so wunderschön. Ja, die ist wunderschön. Du frisst ja gar nicht meine Erde. Alter, ich glaube bei dir, Junge, der haut es langsam nicht mehr richtig hin da oben im Knusperschen. So, jetzt stelle die Paletten da rein! Ja! Mensch, ich war doch dabei, du hast mich abgelenkt. Ja, guck mal, was hier noch angepflanzt werden muss, Alter. Oh, guck mal, der Abstand auch. Optimal, Alter. Die Baumkronen können leichten Schwinger nach rechts und nach links machen, ohne dass sie die andere Baumkrone berühren. Genau so hätte ich mir das vorgestellt. So muss es sein. Kannst du mal einfach das, nee, so eine Baumplantage, die macht nicht irgendeiner, die macht einfach, da muss man Erfahrung haben, Günther, verstehst du das? Erfahrung. So. Und das habe ich über Jahre angesammelt. So, und da kannst du mir hören. Oh, was? Ich muss den Brunnen mal fragen, ob das mein Fahrzeug hier ist. Ich kann mich gar nicht so richtig dran erinnern. Manni. Ja, lecker mio muchacho. Manni. Alter, Günther, zieht dir das Ding rein. Warte, ich guck mal eben. Was ist denn da? Ja, der Brunnen ist da. Boah! So, ich hab dir gesagt, fress die Erde nicht. Wenn ich das, den krieg ich da kotzen nur. Ja, der hätte man nicht über Erde gefressen. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Irgendjemand hat Hallo gesagt. Ach jo. Ja! Guten Abend, Brunnsmann. Oh, sie haben einen festen Händedruck heute. So, ja. Oh, Dorpo! Pen Dorpo! Ich geh in die Grotten, Alter. Der Forstaufbau. Der Dorpo-Shift und der Forstaufbau. Mit der Überrollbüschel hinten. Guck's dir an, Günther. Original! Da ist nichts mehr original. Hier mit drüber und der Frontlader dran und oh. Ich seh dort, da sind doch Deutschteile wieder drin. Was sagst du? Da sind doch wieder Deutschteile drin. Hm, das sehe genau ich sofort. Das geht fort, das ist ein Deutsch, ist ein Fan. Ich weiß ja, das ist ein Deutscher, hast du schon so, Herr Brunnsmann, darf ich mir mal eine kurze Frage stellen? Ja. Ich habe ein bisschen viel Alkohol getrunken in letzter Zeit. Ich war nämlich im Skiurlaub, Herr Brunnsmann. Ja, ich bin nämlich von ganz oben bis ganz unten gefahren. So, und das mit Skiern und Schlitten. Ja. So, könnt ihr mal gucken kurz? Ja. Ja. Ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Ist das meiner? Ja. Der hab's gekauft? Ja. Das war eine sehr gute Entscheidung von Manfred. Also hier den zu kaufen. Ja. Das sieht ja geil aus. Einen
Angebot, was nur heute laufen würde. Sie können sich Gedanken machen. Angebot nur heute? Ja, der John Deere würde Ihnen noch 175.000 bringen, ohne Frontlad und ohne Gewicht. Mein John Deere? Der hier, der hier vorne steht, wenn Sie den eintauschen möchten gegen den Fendt zum Beispiel, würden wir da ins Geschäft kommen. Ja. Den John Deere gegen den Fendt? Ja. Sie, der John Deere hat etwa 300 PS und der Fendt hat nur 245, das möchte ich einfach mal gesagt haben. Ihr könnt euch ja noch überlegen und mir dann Bescheid sagen. Warten Sie mal ganz kurz, müssen wir was überprüfen. Er hat jetzt 245 PS. Der Fendt, ja. Das ist der 824 Turbo-Shift, gell? Ja. Lecker mio, muchacho. Aber ich muss jetzt mal was fragen. Ja. Wie kommst du denn auf die Idee, dass der, also okay, alles in Ernst, der Fendt, das ist ja wirklich, da kriegst du steife Brustwarzen, wenn ich das Ding sehe, gell? So richtig schöne, da können sie ihre Lederjacke, können sie da dran aufhängen, ja, so stehen die wie eine Ente. Aber wie kommen sie denn da drauf, dass der 175.000 Euro wert ist? Nicht der Fendt, 175.000 wert, der John Deere. Ja klar, aber der Fendt, wie viel ist der wert? Der soll ich abrollen? Brutti? 97.000 wert. Ohne Frontladung, wohlgemerkt. Ich würde ihn dann auch noch etwas zurückgeben, wenn es nicht so, dass ich über den Tisch ziehen möchte. Achso, also der Ausgleich wird auch noch bezahlt werden. Ja. Na gut, das klingt natürlich schon ein bisschen anders, gell? Manni! Warte mal, Günther? Ja? Unfall. Tut mir jetzt leid, ne? Also Günther, du hast mehr Glück wie Verstand, gell? Die letzten 2 cm, hättest du die noch gerissen, da hättest du jetzt erstmal voll eine eingeparkt. Alter. Komm, mach ab mit dem Ding hier und pass ein bisschen auf, ist genug Platz hier auf dem Hof. Also wenn es da eine Ausgleichszahlung gibt, dann sag ich Ihnen ganz ehrlich, dann würde ich den tauschen, ja. Obwohl ich eigentlich an meinen Johnny ziemlich hänge. Aber na gut, das kann man sich ändern. Macht schon Sinn, glaube ich. Oder? Der Teleskoplader. Der Teleskoplader. Ist der JCB eigentlich auch noch in hier? Ja, da ist auch noch mehr. Und der Ladewagen hier hinten? Ja, ist auch mehr. Und das Mähwerk auch. Achso, na gut. Da müssen wir mal überlegen, Oh, ey, ob ich mir mein Johnny hergeben will, wissen wir nicht. Den Teleskoplader, ja, den Teleskoplader könnte ich leben. Ich weiß aber, wer gleich nicht mehr lebt. Hör auf, zu wegzurennen. Das macht eh keinen Sinn, du bist eh dicker und langsamer. Hör auf, wegzurennen. Ja, aber der Teleskoplader hat einen Wert von 46.000. Dann müssen sie noch ein bisschen was drauflegen. Ja, wenn ich den runterfahre, ist er noch ein bisschen mehr wert. Ah, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der das doppelte wert ist, wenn sie ihn runterfahren. Nee, das nicht, aber es gibt aber 20% bei Lieferungen, oder? Ja, ich fahre den runter, wenn sie dieses Angebot annehmen würden. Ja, da würde ich dann... Oh, Alter, würde ich dann auch die Ausgleichszahlung machen, ne, Herr Brunsmann? So ist ja. Nicht. Das geht ja. Immer. So. Ich frage mich, was der Bürgermeister heute macht, ey. Der chillt wahrscheinlich den ganzen Tag da unten und lässt sich auch von seinen Kaffeemietzen da bedienen, ey. So eine Kaffeemietze werde ich mir übrigens auch noch holen, Günther, gell, nur dass du Bescheid weißt. Echt die jetzt? Wird ungefähr. Was? Ja, die wird ins Gleiche wie du. Dann hagelst hier, du. Was hagelt, Junge? Gut, die macht wenigstens was, die kocht Kaffee, Junge! Ich will eine Tippse. Ja, pass auf. Lange Rede ohne Sinn. Ich glaube, du hast. Warte mal ganz kurz, Ich nehme den Fan mit, ne? Tschüss! Genau, du hast, wir müssen hier oben noch das Holz auch wegtransportieren, gell? Nur, dass, nicht, dass du frierst, gell? Welches Holz? Du hast es mitbekommen, dass wir einen Auftrag haben? Hä? Wie, hä? Ich glaube, da jetzt mal, komm, ganz ehrlich jetzt. Sag mal, willst du mich abrollen, Günther? Nee, jetzt mal eben ohne Witz, du. Keine Ahnung. Mal, bist du komplett irgendwie ein bisschen. Wollen wir nochmal in die Werkstatt gehen hier im Dorf? Mit deinen Kumpels?
Wo du Holzspielzeug baust den ganzen Tag? Hä? Günther, wir haben hier einen Auftrag mit den Solarfeldern. Ach, ja, ja, Mann. Wir sollen hier um das ganze Gebiet abholzen. Da hast du ja recht. Ich komm. Ja, ich glaube, du ziehst ein bisschen Frischluft in letzter Zeit um. Ich hab das total. Ey, ganz ehrlich, ich Junge. Ich hab total vergessen. Ja, ich vergesse auch gleich mal was. Manni. Weißt du, was ich gleich mal vergesse? Manni. Den Baustein auf dem Gaspedal, der von dem Radlader, der auf dem Weg zu deinem Knöpfelschuppen ist. Ja, da lachst du nicht mehr. Manni. So, was? Ja. Wo ist denn die Stollgabel? Kann ich sowieso immer noch nicht glauben, dass du die illegale Scheiße hier, den Bürgermeister hier, die Tasche vollgehauen hast. Manni. Es ist für Weihnachtsfeier. Was für Weihnachtsfeier? Die Scheune. Du bist auch so richtig Weihnachtsfeier, Junge. Für nächstes Jahr, deswegen muss ich länger stehen. Mhm, genau. Ach nee, für Hochzeit war das, meine ich. Hochzeit. Ah ja. Genau so sieht's aus, Kinder. Da. Also hier oben liegt schon alles voll. Wen suchst du? Die Zange zum Verladen hier. Stollzange, ne? Oh, warte mal. Ich bin in 6 Minuten oben, ne? 6 Minuten, dann ist Feierabend. Genau. Entschuldigung, meine Tipps hat sich gemeldet, wo ich denn bleib. Was für eine Tipps, Herr Günther? Meine Tipps für den Knobelschuppen. Gesundheit. Ha! Du hast gesagt, Knobelschuppen! Nein! Doch, du hast gesagt, Knobelschuppen! Für mein Heulager! Heulager! Pass auf! Ach, Heulager! Jetzt sind wir schon beim Heulager. Ja, ja. Pass auf, Günther, wir können das ganz einfach machen. Ist denn hier, fährt er nicht mehr, oder was? Was ist denn hier, Manni? Irgendwas ist hier passiert. Günther? Manni? Ja, hier ist ein bisschen Stillstand gerade. Ich glaube, der LKW ist kaputt, du. Ich habe aber nichts damit gemacht. Du hast nichts mit dem LKW gemacht? Nichts mit dem LKW gemacht. Was hast du gemacht? Der ist übergelaufen. Der ist übergelaufen. Das Wasser schon wieder an Strom. Was hast du gemacht hier, Günther? Ich habe nur den Wasserkocher angemacht. Und der Eis kaputt ist schon wieder? Ich weiß nicht, was ist mit dem Wasserkocher los? Ich dachte, ich brühe dir einen schönen Cappuccino. Aber irgendwie. Kann nicht sein. Hallo, das kann einfach nicht. Hallo, Herr Schmitz. Wo ist denn da Herr Schmidt? Hier vorne in sein Auto, fährt ihn irgendwie nicht mehr weiter. Ja, ich habe irgendwie ist mein Sprit leer, aber ich bin hergelaufen. Können Sie aussteigen? Da kann ich Ihnen kurz was erzählen. Ja. Wo sind Sie denn? Ich bin auf Ihrem Hof. Ich bin bei Ihnen am Auto. Sie müssen zum Auto kommen. Ich würde sagen, wir müssen mal ganz kurz die Sicherung wieder reinmachen. Bis gleich. Ja, bis gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder. Sicherung Günther, ist wieder. Ich hab die Sicherung wieder reingedrückt. Hier geht's wieder? Ja, geht wieder. Da bleibt jedenfalls drin. FI war draußen, Günther. Soll ich nochmal die Wasserkocher anmachen? Nee, lass ihn mal. Das Beste ist, wir schmeißen den mal weg so langsam hier, den Wasserkocher. Ja. Ja. Herr Schmitz. Ja. Wer schwitzt? Herr Schmitz. Achso, Entschuldigung. Ja, Sie wollen mir bestimmt jetzt sagen, dass Sie einen dicken, fetten Scheck in der Tasche haben. Ja, also ich war beim Hotel. Ja. Ich dachte, ich habe mich das verfahren, weil da eine riesen Baustelle war und alles. Aber ich war tatsächlich beim Hotel und habe mal mit dem Direktor gesprochen. Vorher war ich aber in der Stadt, die haben gesagt, wir geben ihnen die 100.000. Ja. Dann war ich beim Hotel und die haben gesagt, sie werden gesucht. Also die suchen sie. War mir so klar. Warum wüsste ich das? Wie die suchen? Warum wüsste ich das? Sie hätten nicht ordnungsgemäß ausgecheckt, sie wären über Nacht einfach weg gewesen. Ich kann mir vorstellen. Weil ich kein Geld hatte. Weil ich kein Geld hatte, ich konnte das nicht bezahlen. Ja, genau deswegen geht man in ein Hotel, Günther, weil man kein Geld hat. Jetzt folgt. Check ich auch immer ein Hotel ein, ohne Geld. Also, wir würden ihnen die 100.000 Euro geben. Das Problem ist, das Hotel, der Direktor hat mit mir gesprochen. Folgende Rechnung ist entstanden, während ihrem Aufenthalt im Hotel. 45.800 Euro mussten investiert werden in das Hotel, um die obere Etage, wo sie gewohnt haben, wieder zu renovieren und wieder auf den Ursprung. Das klingt nach Günther! Herzustellen. Das klingt eigentlich nach Günther! Sie haben ja oben in der obersten Suite gewohnt, sie haben die Badewanne wohl rausgerissen. Geld und checkt noch Suite ein! Sie haben die Badewanne rausgerissen, die Spiegel im Bad waren abgefallen. Brandflecken waren in der Couch und im Wohnzimmer auf dem Teppich überall. Ja, da haben wir noch schön einen über Boss getrunken, ne? Und im Gästeschlafzimmer war ein Tiger. Den mussten sie entfernen und das hat auch ziemlich viel gekostet. Die Badewanne brauchte ich für zu Hause. Wo der Tiger herkam, weiß ich auch nicht. Ich bin morgens aufgestanden, ich hatte noch ein Halsband um den Hals und der Tiger war da. Dann sind sie mit der
Dann haben sie die Limousine vorm Hotel geklaut, mit dem eigentlich die VIPs abgeholt werden. Sind mit der Limousine absolut betrunken ins Foyer reingerast. Das kostet quasi die Limousine, ist 25 Euro Schaden entstanden. Und die Reparatur. 25 Euro? 25.000 Euro. Achso. Und die Foyerarbeiten, die haben 6.000 Euro gekostet, um das Glas wieder einzusetzen und die Rezeption wieder zu erneuern. Dann hatten wir eine Minibar-Abrechnung von 1.200 Euro. Wir haben diverse Blumenkübel im Wert von 2.500 Euro umgefahren, bevor sie ins Foyer eingeschlagen sind. Sie haben auf dem Weg zum Foyer Unfälle verursacht, wo insgesamt ein Sachwert von 16.000 Euro entstanden ist. Und der Tiger, die Rechnung lag auch unbezahlt auf dem Tisch in ihrem Hotelzimmer für 3.500 Euro. Das Tiger gekauft, genau, starke Leistung, muss ich sagen. Grob geschätzt sind wir dann so ungefähr bei 100.000 Euro, sind ein bisschen mehr. Aber, oder ziemlich genau sogar. Die würden wir dann quasi eins zu eins dem Hotel zukommen lassen, damit sie nicht mehr verfolgt sind. Unterm Strich gesagt, sie kriegen nichts, aber werden wenigstens nicht von der Polizei Besuch bekommen. Aber starke Leistung auf jeden Fall. Ich würde es drauf ankommen lassen, dass die mich suchen. Geben sie mir die 100.000, los. Die sind tatsächlich schon verbucht. Was? Sonst hätte ich da auch nicht weggekonnt. Ach so, ja. Wollte ich gerade sagen, also Günther, die Stadt, gell, noch hier in die Korruption reinzuziehen. Also, fahr mal langsam runter, gell, sonst kann ich auch mal dein kleines Geheimnis hier verraten, Günther. Mali? Ja, Günther? Ich mache einen Anruf, dann kommt der. Wer kommt? Oleg. Was für ein Poleg? Oleg kommt bald, das sag ich dir. Das ist ein Oleg, Alter, das klingt wie ein, das klingt wie ein Schokoriegel von der Türkei, ja. Alter. Okay. Oleg. Er schwitzt. Gibt's denn dem ja. Du die Frohe? Wer schwitzt denn durchständig? Ich werde natürlich jetzt das erstmal so hinnehmen, aber ich erkenne mich für keine dieser Taten für schuldig. Aber überweisen Sie mal, ich hole das Geld schon wieder. Also das Verfahren wurde quasi eingestellt, freigesprochen wurde niemand. Richtig. Also ja. Ich. Das wäre auch so normal nicht nötig gewesen. Ich musste sehr viel Überredungsarbeit leisten. Ja. Weil ich eben schon die Zusage von der Stadt hatte. Für das Geld, dass ich das so regeln konnte, sonst wären sie jetzt wahrscheinlich im Knast. Also, ich hoffe, sie wissen das zu schätzen. Ja, das kommt nicht wieder vor. Ich finde das sehr. Nächstes, ja. Vielen, vielen kann lieben ich Dank. Ihnen nicht weiterhelfen. Vielen lieben also, Dank. Jemand, der. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, Herr Bürgermeister, Herr Schmidt. Ja. Herr Schmidt? Ja. Wollen Sie mal ja. Ganz kurz kommen, nur noch zu Ihnen. Herr Schmidt? Ja. Ja. Ich weiß auch nicht, ob wir hier diese geschissen haben! Dass wir hier die Karten die ganze Zeit laufen lassen. So, Entschuldigung. Ich werde aber mal einen kleinen Kollagen anfallen in letzter Zeit. So, Herr Schmidt? Ja. Wenn einer zu mir so fair wäre wie Sie, gell? Den würde ich niemals belügen können. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen, ja, Herr Schmidt. Also ich könnte Sie niemals belügen. Weil Sie so ein netter Typ sind, Sie sind ein Bürgermeister, der hält noch was von Ihren Bürgern. Verstehen Sie? Der hat schon richtig schlechtes Gewissen. Oder? Ja. Hilfe, man kann. Ja. Der hätte richtig schlechtes Gewissen, wenn ich den Herrn Schmitz, der manchmal schwitzt, belügen würde. Ja, ich nicht. Aber gut, Herr Schmitz, ich muss, Herr Schmitz, ich mach Feierabend. Wir hören uns, ne? Ja. Ich habe auch gerade einen Anruf. Alles klar. Herr Günther? Ja. Wisst ihr, was du hier die ganze Zeit machst? Auch siehst du jetzt mit Balletten hinten? Mann, ich hab die weggefahren, ganz ehrlich. Ja. Ich hab das Gefühl, die haben sie wahrscheinlich schon mit einbetoniert, hä? Wie wär's denn, wenn du die mal, ne? Ja, mach ich. Aber morgen erst. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Das kann nicht wahr sein. So, na gut. Ist der Fett schon verbucht? Ja. Hasselmann. Oh, jetzt ja, oder? Brunsmann, jetzt ist er verbucht. Brunsmann, ja. Entschuldigung. Jetzt ist er verbucht? Ja, jetzt ist er verbucht. Du sagst auch ein bisschen viel Geld auf dem Konto. Ja, warten Sie, das nimmt China, noch. Ich hab einen Termin, wir müssen los. Ja, ist in Ordnung, so, gut. Alles klar, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Leute, eine ganz kurze Info noch. Und zwar heute Abend, 20 Uhr auf McManus Twitch, ja. Gibt's einen Livestream in schön. Da könnt ihr auf jeden Fall einschalten. Da gibt's auch eine kleine Überraschung. Nämlich, da gibt's einen neuen Shop. Nämlich was zum Kaufen. So, da könnt ihr euch das mal ganz mal anfratzen. Neues Logo, neues Design am Start. So, das machen wir heute Abend bei Auge, gell? Dass ihr Bescheid wisst. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und, ja, Gruselspaß ist auch zu erwarten. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Schaut auf jeden Fall beim Günther vorbei. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.